Meine Damen und Herren, es gibt Fakten und die sind beweisbar. To lie bedeutet lügen. Frau von der Leyen bedeutet, diese Frau lügt wie gedruckt. Aber Lügen haben kurze Beine und die stolpern täglich über den Teppich. Denn unterm Teppich hat sie Milliarden versteckt, alles gestohlen. Und wenn das rauskommt, boah, und wer ist dann schuld? Das war der Putin, das war der Putin. Es tut doch jeder gleich beim ersten Augenschein. Ein anderer tut doch sowas nicht, als dieser Russenböse. Das kann der Putin nur gewesen sein. Wer hat der Credit Suisse die besten Deals versaut? Wer schickt uns täglich diese Messerstecher? Wer hat dem Kanzler Scholz das Gewissen geklaut und füllt mit Kokain die Bahnhofsaschenbecher? Das war der Putin, das war der Putin, das sieht doch jeder gleich beim ersten Augenschein. Ein anderer tut doch sowas nicht, als dieser Russenbösewicht, das kann der Putin nur gewesen sein. Im Spital sind alle Ärzte richtig krank und mein Computer hat einen Fehler im System. Ein toter Banker liegt in Bern im Kassenschrank und der Papst ist schwanger. Meinen Sie von wem? Das war der Putin, das war der Putin. Sieht doch jeder gleich beim ersten Augenschein. Ein anderer tut doch sowas nicht, als dieser Russenböse nicht. Das kann der Putin nur gewesen sein. Es kommen Babys auf die Welt, die tragen Waffen. Der Weg vom Osten stinkt jetzt penetrant nach Schweiß. Wodka aus der Wasserleitung, ganz Berlin besoffen. Atemlos liegt Helen Fischer im Spital. Und jeder weiß, das war der Putin. Das sieht doch jeder über den Augenschein. Ein anderer tut doch sowas nicht, als dieser Russenböse. Das kann der Putin nur gewesen sein. Ja, so ein Output hat nur der Putin. Das ist brutal. Mit anderen Worten, kriminell. Jetzt kriegt der Ivan auf den Sack. Ja, dieses Russenlumpenpack. Jetzt muss der Westen handeln, es war schnell. Wir stoppen den Export, wir liefern per sofort. Keinen Ordner mehr von Leitz, kein Schwert mit Armkreuz. Kein Olivenöl von irgendwelchen Inseln. Da wird der Russe am Winseln, der wird winseln. Oh Gott, hier stinkt's aber. Nein, also das ist ja nicht zum Fassen. Na wirklich, echt wahr. Wer? Wer hat hier einen fahren lassen? Das war...